Vielleicht sollte ich da schnell drüber gehen, dass ich irgendwie. Wahrscheinlich habe ich da irgendwas Besonderes freigeschaltet so lange. Da, sieh mal so. Da drüben sind sie, Justin und Pena. Ah, das sind sie. Wir hatten. Das haben sie eigentlich gefunden. Hallo, Justin, Pena. Da geht's dann halt runter. Ah, Gatwin zu. Ist halt wegen uns gekommen. Ist doch sehr passend. Wir können doch nicht zulassen, dass ihr geopfert werdet, oder Gatwin? Ja. Jedenfalls muss alles gut ausgehen. Da wir den Feuertrachen auch gefunden. Super, dann machen wir mal. Los geht's, Leute. Ja, ich glaube, das bin ich richtig. Ich bin was mit anderen Weg. Aber gut, dass wir sie gefunden haben. Jetzt leveln wir nämlich hier ab, obwohl. Es ist eigentlich egal, ob wir abseits von denen leveln. Der Stein müsste auch irgendwann heiß werden. Ah! Ein Feuergolem? Oder sowas ähnliches? Ein Magma-Mann, okay. Aber er ist oberhalb der Erde. Der müsste ein Lava-Mann sein eigentlich. Nur mal so. Möchte ich nochmal festhalten, das ist ein Fehler. Weil er müsste ein Flammenmann sein jetzt. Ein Lavamann sein, weil er oberhalb der Erde ist. Gatwin, was hast du gemacht? Ach, er hat doch einen geschaffen. Scheiß Hunde. Ich weiß halt echt nicht, wo der richtige Weg ist jetzt. Warum nicht? Beweglichkeit senken ist eigentlich nicht was für stärkere Bosskämpfe. Aber auch auf die müsst, also wenn es wirklich mit Kälte geht, müsste es echt Schaden auf die machen in der Theorie. Außerdem so heiß, dass es die gar nicht juckt. Aha! Okay. Man kann also nicht hier raus und die beiden vergessen. Trotzdem gut zu wissen, wenn man den Weg so ein bisschen wüsste. Da muss ich wahrscheinlich auch. Ich vermute mal, nach dem Weg nach oben ist der richtige Weg. Man sieht ja auch manche Sachen nicht als Wege nach oben. Hier ist noch Geld, wie es scheint. So, machen wir noch ein bisschen starke Magie. Ich habe ein bisschen Bedenken, weil Fena hier nur 4 Angriffe hat, dass die vielleicht einfach. Probieren wir mal, was Flammenblut auf die ausrichtet. Dass Fena vielleicht einfach keine weiteren. Dass wir die auch irgendwann verlieren. Und ich das nur noch nicht weiß und ich jetzt haufenweise Mana-Eier an die verschwendet habe. Wird wahrscheinlich nicht effizient sein. Wow, auf die Hunde hat es gar keinen Effekt. Stirb, Magma-Mann! Alright, we won!
Oh, da haben wir einen Stab fallen lassen. Ein Regenstab. Ah, deshalb hat man den wahrscheinlich gekriegt. Oh, fuck. Ich glaube, hier geht's lang. Da links sah aus, als wäre da ein Weg. Ich weiß, ich könnte auch fliehen, aber das ist halt alles Erfahrung, die wir eigentlich brauchen. Ach Mist, ich dachte ich... Okay. Wow. War mal richtig in die Hosen bei euch. Okay, gehen wir erstmal runter, weil ich glaube, wenn ich nach oben gehe, komme ich zu dem Drachen. Ach, das ist ein Mana-Ei, glaube ich. Nehmen wir mal das hier. Mal sehen, wie viel das bringt. Wasserlevel geht auf jeden Fall hoch. Das ist echt super. Also Allheilen ist super. Noch so ein Stab. Ich werde mal ein bisschen was verkaufen können später. Wow, was war das denn für ein bisschen wieder? Alle tot? Oh, kann ich ja lassen. Feuertalisman, hätte ich auch kaufen können. Wieso komme ich da nicht ran? Was ist das denn? Da muss ich irgendwo oben runterspringen. Das ist ein Mana-Ei. Magma Mann. Ich muss ja richtig reinhauen. Oh, Wind, blow him away! Ah, Mist, dass er bestimmt nichts wird. Erwischt's auch. Okay, Gatlin. Ah, er hat doch keinen Bock mehr, den Zauber zu machen. Der Brösel! Okay, ich glaube, hier geht's gar nicht weiter, okay. Ist echt mies. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass viele Sachen hier zusammenführen. Was zur Hölle war das denn gerade? Heißes Wasser? Heißes Dampf meine ich?
Oh, jetzt hat weh. Was, der lebt noch? Not bad, eh? Noch ein Regenstab. Kein Vater. Moment, darf ich ihn vorher heilen? Wäre gar nicht mal so schlecht. Weil ich da jetzt nicht drauf wirklich geachtet habe. Lava-Wurf, lass das mal lieber. Wird nicht mit Lava geworfen. Of the universe. Ha! Dragon King Slice. Ich hoffe, sowas kriege ich später auch. Ist so schön mit der mit dem Morgenstern auf dem Hinterkopf. Das tut weh. Not bad, eh? Wollte ich nicht. Ah, da weiß ich eigentlich schon, wo ich weiter muss. Aber immer nur zwei. Das Ganze irgendwie sinnlos macht. You're no match for me. Ja, ich muss ehrlich sagen, Gatwin kann unglaublich viel austeilen. Ach, das ist mies! Da war immer nur noch zwei. Ich hätte ehrlich gesagt am liebsten alle mit einmal aus... vernichtet. Ach, das war immer ein Angriff! Now you'll be okay. Wer hätte noch in die Luft ist, kriegt er gleich nochmal ein bisschen Feuer ab. Das ist nur ein Kraut. Sehr gut, alle erwischt. Noch mehr Feuertalisman.
Und noch ein Regenstab. Ich kann echt von Glück reden, dass ich so extrem viel habe. Moment, geht's tatsächlich hier hoch? Tatsache. Dann den Weg darüber. Ich hätte gedacht, ich muss darüber springen, um weiterzukommen. Was? Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ist ja auch egal. Tja, jetzt bist du wirklich verloren. You're no match for me. Ja, guter Energy Drink. Wie sicher ist das hier wohl? Ich glaube, es ist direkt daneben. Ja. Vorhin habe ich dich ausgelassen. Muss ich doch töten. Oh, okay, super mehr als erwartet. An den Drachen habe ich noch schlechte Erinnerungen, der war ziemlich, also ich habe ihn zwar erstmal geschafft, der war aber sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Ich vermute aber, dass er diesmal wirklich kinderleicht sein wird. Wegen den ganzen Magiefähigkeiten, die ich habe. Oh, er ist schon Level 18. Oh, machen wir die da platt. Da ist nämlich noch ein Mana-Ei, das hätte ich gern. Das hat halt einen extremen Vorteil, man steigert zwei Fähigkeiten und gleichzeitig kriegt man Nahkampfangriff, also im Grunde drei Fähigkeiten mit einmal, die benutzt werden. Kann aber auch sein, dass ich so ein paar Probleme hatte, weil ich halt immer auf mehr Schutz gegangen bin als auf mehr Geschwindigkeit. Und ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, ich achte sehr drauf, dass wir möglichst viel Beweglichkeit haben, weil Beweglichkeit fast schon noch wichtiger als Schutz ist. Klar ist Schutz wichtig, aber allein die Tatsache, dass du den Erstschlag hast, habe ich überhaupt bei mir den Wecker gestellt? Ja, habe ich tatsächlich. Ich dachte, ich spiele schon wieder ewig. Oh ja, Wind ist auch nicht. Ja, du hast das alles eigentlich gemacht, ja. So, das wird doch ein Mana-Ei sein. Nein, die Drachenschuppe. Okay, das ist oben vielleicht auch kein Mana-Ei gewesen. Würde mir was einfallen, da drüber zu springen. Das heißt, wir können in der Aufnahme noch den Boss besiegen.
Achso, Aha, ist das heiß? Liegt das an dem Bosch da drüben? Justin, das sieht aus wie der Feuerdrache, wegen dem Gumbo leidet. Hey, pass auf, lass mich nicht so einfach opfern. Justin, sei vorsichtig, Achtung, er kommt hierher. Ein irrer Drache. Wer hat denn eigentlich... Der hat zwei Sachen. Warte mal, was hat er alles? Ein Irrdrache, Flammenatem und der Ding hat Waffen. Okay. Geh mal auf den Kopf. Ich will nicht, dass du Feuer spuckst. Flugzeugen. Okay. Eine Lehmpeitsche. Achso, es hat alles ein Leben, okay. Das schreit auch nach einem Wehbrecher. Okay, der hat schon viel Verteidigung. Der hält schon auch nicht aus. Flamento. Natürlich, aber ich so wie das Huh. Wen auch sonst? Now I'm really angry. Slice the car. Flugschnitt. Flying dragon slap. Ja, das wird nicht gut für dich ausgehen. Irgendwie gar nicht zu so epischen hier passen. Packt ihr einfach mal ihr Pompons aus und ja, ich schaff das. Ey, die wird voll verprügelt. Okay. Was haben wir denn alles? Ach, das war wirklich so okay. Aber dass die Zauber noch ein bisschen nutzen. Ich hätte es weiter vorne gemacht, aber ist auch okay. Was macht die Klaue von dem? Egal, er ist eh gleich tot. Ich glaube, es erwischt sogar beide gleichzeitig. Da macht natürlich extra Schaden. Vermute ich mal, wenn du mehrere Bereiche von denen erwischst. Also gegen Zauber ist er sehr gut immun. Au! Also Justin sollte mal alle Heilen verwenden, also Klaue ist übel. Edwin, schlag mal so zu. Wäre nett, wenn du das mal einsetzt. Hier ist es ganz nützlich. Zwei? Nee, ist aber schwierig. Okay, er hat einen Angriff für hinten und einen für vorne quasi. Ist egal, der wird jetzt kaputt gemacht. Der war aber schon recht stark, muss ich sagen. Das war ein heftiger. Also, der hat schon ordentliches drauf gehabt. Und ein bisschen Gold haben wir auch gleich gekriegt. Yay! Ja, wir haben es geschafft. Aha, jawohl, Justin. Jetzt müssen Justin-Fehler nicht geopfert werden. Aber so muss ihn fast. Ah, was glitzert so? Da. Und da auch? Hm? Was sind Fehler?
das sind dieselben Dinger wie bei den Taifunturm. Ja, wieder weg, ey. Wow, was geht hier vor sich? Der Vulkan ist wieder wach. Das wird jeden Moment über diesen Moment ausbrechen. Oh ja, das ist der Krater. Wenn er ausbricht, werden wir alle geopfert. Voll eher gegrillt. Keine Zeit für Spitzfindigkeiten. Wir müssen weg, sonst sind wir Toast. Ach jetzt. Ich weiß gar nicht, kann man hier wirklich gegrillt werden? Da geht es so ein bisschen durch, das ist aber okay. Kann man auf eine Es ist mir vorher schon aufgefallen, kann man aber auf die Architektur des Vulkans zurückführen. Ah, wir sind direkt raus. Ja, der Vulkan bricht aus. Der Vulkan wieder aktiv geworden. Das ist schnell wieder nach unten. Los, Chester. Ja, Captain, lauft, Leute. Oh gut, ich muss nicht immer alles zurücklaufen. Ah ja, der Vulkanhang. Ew, das ist ein Geist. Ein Geist, bleib weg. Der Vertrag hat euch doch gefressen. Warum, tapferes Fahr, warum? Wir waren böse, aber bitte suchen sich heim. Ha, der Geist zieht zu mir. Hey, sehen ist davon Pass. Vielen Dank, meine Freundin. Ich bin der stoische und gefährliche Murua. Werde euch mit einem Schlag meiner Hand aus dem Weg räumen. Pass auf, wir sind gerade zurückgekommen, nachdem wir den Feuerdrachen besiegt haben. Was, seid ihr glücklich? Ihr habt ja echt drauf. Ich bin froh, dass ihr die Opferung unversehrt überlebt habt. Hey, Lena. Lauf zum Oberhaupt und überbring die gute Nachricht. Heute Abend gibt's ein Fest. Murua, wir möchten nicht alleine gehen. Komm mit. Oh, meine verwöhnte Prinzessin. Okay, Leana, ich komm mit. Oh Mann. Ach komm, Justin. Sei nicht sauer. Lass uns auch gehen. Verheißungsvoll, heißungsvoll. Es war noch nie so verheißungsvoll. Ja, lala. Tod dem Feuerdrachen. Lululu. Gumbo soll warm sein. Ein Opfer ist nicht nötig. Wir können das Fest von heute bis in alle Ewigkeiten feiern. Ach, das ist toll. Auf die Drachentöter Justin und Fela und auf Gatwin und Sue. Diese beiden Paare werden als tapfersten Paare in der Geschichte Gumbos eingehen. Also kein Grund zur Eile. Esst und trinkt noch mehr. Nein, nein, wir haben genug, wir sind so voll. Genug, ich bin satt und müde. Bist du eingeschlafen, Puffy? Ja, haha, ich bin auch satt. Ich gehe schon mal aufs Zimmer. Ich hau mich aufs Ohr, Justin und Fela. Ihr seid die Ehrengäste, ihr müsst noch ein wenig amüsieren. Ja, lala. Blöd, dass ihr schon geht. Soll ich euch zur Unterkunft bringen? Gute Nacht, Justin. Bleib nicht zu lang wach. Was? Gattin und Sue sind gleich weg? Gleich? Ist schon passiert? Fena, was kriegst du da? Was machen wir denn jetzt, Justin? Wir müssen uns am Ende des Fests von allen Leuten küssen. Was? Wirklich? Das ist gelogen, Justin, gelogen. Dass etwas stimmt? Ist ein bisschen wärmer geworden. Sollen wir jetzt draußen abkühlen? Nein, bleibt noch ein wenig. Aber wir sind die Ehrengäste auf dieser Party. Okay, wir können noch was trinken. Hey, warte mal. Ist ein bisschen wärmer geworden. Sollen wir jetzt abkühlen? Nein, bleibt noch. Ja. Okay, gehen wir. Ist wahrscheinlich total egal, ob wir hier sind. Justin, du hast mich gerade so angesehen. Was soll das heißen? Willst du gehen oder bleiben? Mach mal Witze, tut mir leid, Justin. Okay, gehen wir, Justin. Ah, die abendliche Brise tut gut. Jetzt gibt's nur noch Paare im Dorf. Es ist schon richtig peinlich, mich nur umzusehen. Sie selbst, die sind überall. Oh, tapferes Paar. Dank eurer Hilfe ist Gumbo ein Ort des Glücks geworden. Das haben wir euch zu verdanken. Vielen, vielen Dank.
Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit Danda gehen würde. Oh, wie schön, ihr seid ein glückliches Paar. Ihr seid auch ein wunderbares Paar, oder Naina? Ihr passt gut zusammen, du hast recht, Danda. Jetzt sag mal, Danda, gibt's hier irgendwo einen Ort, an dem es etwas kühler ist? Lass mal sehen, versuchen wir es mit dem Pier oder der einsamen kleinen Insel. Da ist es kühl und ruhig. Gut. Moment, glaube ich hier richtig. Ach, das ist ein Frosch, ich wollte sagen, da brennt's ja. Aber nein, es ist nur. Wo ist denn das scheiß Pier? Ich muss doch Fehner abschleppen. Wow, da will ich ja nur so von denen. Sind nur noch Pärchen? Komm, stören wir sie nicht, Justin. Lass uns in den Inselchen gehen. War das hier? Ich würde auch lieber auf der Insel warten als auf dem Pier. Dann hat er recht, hier ist es wirklich ruhig. Der Geruch von Meeresbrise in der Nacht ist wunderbar, oder Justin? Was, vielleicht? Mir kommt es vor, als wäre es Mittag. Jetzt schon, Justin? Gehen wir darüber. Das Rauschen der Wellen in der Nacht ist wundervoll. Das Boot war früher auch nicht hier. Was? Warte kurz, Fehner. Sieh mal, Justin, es ist, als wäre der Nachthimmel hinabgekommen. Als würden zwei Leute am Himmel schweben. Wirklich? Aber als der Abenteurer Justin möchte ich manchmal gerne hinaufsteigen und diesen Stern sehen. Gehen wir irgendwann mal zusammen zu diesen entferntesten Sternen. Was? Wie weit ist das? Zu diesen Sternen? Justin, du hast gerade erst Winnetes gesagt. Weißt du, was das ist? Natürlich. Das gehört sich doch so für ein Abenteuer. Ach, Justin, hörst du denn wirklich nie auf, an Abenteuer zu denken? Hey, wenn wir das machen, sehen wir aus wie ein echtes Paar. Ist doch lustig, oder? Natürlich sehen wir wie ein Paar aus. Unsere Beziehung geht zurück auf Plünderei und Ehe in Neuparm. Was? Aber das war nur wegen dem weiterlichen Parcours. Ja, kleiner Witz, nein Witz. Oh, Justin, ich finde es wirklich toll, mit dir auf Abenteuer zu gehen, wirklich. Seit ich dich getroffen habe, erlebe ich ständig Abenteuer und Aufregung. Selbst in diesem Dorf stecken wir immer noch im Chaos. Fehner, es klingt nicht gerade nach einem Kompliment. Du kannst diese Probleme lösen, indem du dich ihnen einfach stellst und hast diese wunderbare Stärke. Fehner, vielleicht greife ich voraus, aber Fehner, was ist, was mich angeht, bist du still. Es fühlt sich gut an, wie es ist, als würde es auf der ganzen Welt nur dich und mich geben. Was ist das? Die Geister sind auch hier, genau wie wir sie beim Taifunturm in dem Vulkan gesehen haben. Justin, sieh nur. Wie schön. Okay. Diese Geister haben in der wunderschönen Sternnacht getan. Es hatte irgendwas an sich. Es wirkt immer noch wie ein Traum, ist nicht das denn? Schon jetzt, wo du es sagst. Aber Fehner und ich haben sie gesehen. Das war kein Traum. Letzte Nacht war wunderschön, ich werde es nie vergessen. Als ich mich gestern satt gegessen hatte, wurde ich plötzlich müde, also bin ich direkt ins Bett. Oh, das war köstlich, aber ich wollte unbedingt schöne Geister am Nachthimmel sehen. Ein Yamasu. Wenn es das nächste Mal passiert, wecke ich dich auf. Ah, die Geister sind so seltsam. Man hat sie in Palm nie gesehen. Hast du sie gesehen, Justin? Oh, Gatwin ist ja auch. Justin und Sue essen identisch, außer dass Sue immer mal Puffy was gibt. Gatwin und Fehner essen auch identisch. Normalerweise trifft man selten auf die Geister. Dass ihr zwei so viele gesehen habt, ist außergewöhnlich. Ich glaube, dass die Geister Justin mögen. Spürst du das nicht in deinem Herzen? Ja, ich kann die Geister sehen. Seit wir über die Mauer hergekommen sind. Die Geister sind Justin letzte Nacht und beim Taifunturm erschienen. Das ist häufiger, als ich es je zuvor gehört habe. Ich vermute, dass sie irgendwas mit Justin vorhaben. Die Geister sind diese schwachwackernden Lichter.
flackernde Lichter, oder? Wie könnt ihr das vorhaben? Die Geister sind mehr als das. Ich weiß es nicht, aber wenn ihr nach Alend geht, findet ihr es heraus. Aber die Geister sind so selten. Aber die Geister sind so seltsam. Man hat sie ein paar nie gesehen. Hast du sie gesehen, Justin? Letzte Nacht war wunderschön. Ich werde es nie vergessen. Also, nachdem wir uns letzte Nacht verabschiedet hatten, ist Danda seine Freundin ins Gästehaus gekommen. Er wollte als Dank dafür, dass wir Gumbo gerettet haben, dafür sorgen, dass ein Boot für uns bereit steht. Was für ein Glück. Jetzt können wir endlich zu den Zwillingstürmen. Ich denke, wir würden nach der Barriere auf Liet treffen. Wir haben wohl einen Umweg genommen. Weil Justin ursprünglich in allem schlecht war. Hast du mal darüber nachgedacht? Schon verstanden, aber das ist okay. Wir haben dadurch nur noch mehr Abenteuer erlebt. So. Gehen wir kurz zu dem Ramschladen hier. War doch hier, oder? Wie viel Feuertränke? Wie viel Regen? Nee. Die Senkpeitsche. Attribut Explosion. Ich will mal was gucken. Ach, es gibt auch noch mehr. 14 Peitsche und 12 Feuer und dann... Okay, ich glaube, ich lasse ihn mal auf der Peitsche. Feuer muss ich noch verstärken. Feuer und Wind auf 15, das könnte ein bisschen dauern. Ja, jetzt sehe ich, da fehlt noch ein bisschen was. Erde fehlt noch ein bisschen, da kriege ich da wahrscheinlich Explosionen. Und Wasser fehlt auch noch. Und Wind kriege ich auch noch irgendwas. Ne? 21 scheint die höchsten Werte zu sein, die man braucht. Ja, bei ihm ist 25 das höchste. Schwert müsste ich auch mal weiter leveln. Aber da brauche ich noch... Oh, ich brauche noch so viel Kram. Ich muss unbedingt die Keule weitermachen, damit ich da was kriege. Ich brauche eine Keule. Nein, das wollte ich nicht. Ich meine, die Drachenschuppe hat zwar schön zu seinem Vorteil, aber wenn die Schäden so gering sind, dann ist es auch nicht der Rede wert aus meiner Sicht. Speichern. Wir sind erst bei 16 Stunden. Das Spiel ist auf 80 Stunden ausgelegt, möchte ich nochmal sagen. Und damit sage ich, das war... Let's Play Grandia für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.